bezogen. Ein Finanzsystem hat nur einen Wert, das ist Geld. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Industriebetrieb nur, und daher haben wir ein ganz anderes Remunerationssystem, deswegen haben wir auch nicht diese Exzesse, die Sie eben vielleicht auf dem Bankensystem sehen. Eine hochinteressante Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der Zentralbank der Zentralbanken, zeigte vor 2 Monaten, dass über 40 Jahre gerechnet die Industrie weit profitabler war als die Finanz. Deswegen bin ich ja immer der Meinung, es gibt nichts Besseres, wie in Nestlé zu investieren. Aber wir haben eine Total Shareholder Return gebraucht, unseren Aktionären, von über 12% in den letzten 15 Jahren jedes Jahr hindurch. Also das war jetzt ein ganz guter Werbespot, aber das können auch Sie dazu einen machen für die Credit Suisse? Warum haben Sie diese Logik, die ja die überzeugendere Logik ist, in den Verwaltungsrat der Credit Suisse nicht hineintragen können? Weil wir versuchen natürlich, sie hineinzutragen. Und ich sage noch einmal, wenn Sie sich das Kompensationspaket jetzt anschauen, dann sind wir der Meinung, dass wir hier eines der fortschrittlichsten Kompensationspakete haben. Aber Sie können nicht eine Industrie ändern. Sie können eine Wertevorstellung einer Industrie nicht ändern. Oder anders gefragt? In der Finanzwelt gibt es nur einen Wert, Geld. Das Einzige, was man produziert, ist Geld. Das ist so. Und in einer Industrie, ich produziere andere Sachen wie Geld. Und das ist eben der große Unterschied. Und dann wird bei der Bank der illoyalste Mitarbeiter, nämlich derjenige, der sofort die Bank wechselt, wenn der Bonus nicht stimmt, in den Mittelpunkt des Geschäftsmodells gerückt. Das heißt nicht den Mittelpunkt des Geschäftsmodells, der eine Mann kann so viel mehr machen oder so viel weniger machen. Er kann ja auch hin und wieder einmal sehr viel Werte zerstören. Deswegen ist er auch dann relativ schnell weg. Grundsätzlich gefragt, leben wir nicht in einer paradoxen Zeit? Auf der einen Seite hat sie hervorgebracht den Gedanken der Nachhaltigkeit, nämlich dass in Politik und Wirtschaft nichts gelingt, wenn es nicht langfristig angelegt ist. Und auf der anderen Seite das Quartalsergebnis. Deswegen sind wir bei Nestlé nicht auf einer Börse, die von uns verlangt, dass wir Quartalsziffern publizieren. Ja? Und da können die Finanzmärkte, die haben uns kritisiert und kritisieren uns immer noch. Und trotzdem sind wir als Industrie verpflichtet, langfristig und nachhaltig. Und daher keine Quartalsziffern. Also Peter Brabeck sagt, verweigert euch der Börse. Ich sage, als Unternehmer, als Industrieunternehmer, ich lasse mich nicht von den Finanzmärkten führen. Und Nestlé wird nicht geführt nach den Kriterien, die Finanzmärkte haben. Nestlé wird geführt als Industriebetrieb, nachhaltig, langfristig. Und plötzlich ist aber die Börse in den Mittelpunkt unserer Marktwirtschaft gerückt. Eine Fehlentwicklung? Keine Fehlentwicklung, weil die Börse hier besteht, um den Marktwert eines Unternehmens festzulegen. Jetzt kann man darüber diskutieren. Manchmal, und ich würde sagen kurzfristig, macht die Börse sicherlich Fehlentscheidungen. Langfristig ist die Börse wahrscheinlich doch richtig. Kurzfristig kann es zu Spikes kommen, die absolut nicht richtig sind. Aber wenn Sie sich als Manager nur an der Börse orientieren oder wenn ich Kollegen sehe, die keine 5 Minuten diskutieren können, ohne auf ihren Handy zu schauen, was jetzt der Börsenkurs ist und so weiter. Ich schaue mir den Börsenkurs, wenn überhaupt, einmal am Tag vielleicht an und reagiere dann auch nicht, ja? weil ich die Firma eben nicht nach diesen kurzfristigen Kriterien führen will. Meine Rückfrage, offenbar geht es bei Nestlé, warum geht es nicht in weiten Teilen der Wirtschaft, der Großwirtschaft? Die mittelständischen Unternehmen, die entziehen sich diesem Gesetz ohnehin. Weil es hin und wieder sehr schwierig ist, wenn Sie Finanzanalysten haben, die sehr kurzfristig denken. Wenn Sie in der heutigen Zeit, wo Journalisten auch, das Erste, was ein Journalist macht, wenn wir mit einem Ergebnis rauskommen, ist seinen Freund als Finanzanalysten anzurufen und zu sagen, was denkst du darüber? Schauen Sie mal an, die Berichterstattung heute über ein Jahresergebnis. Da lesen Sie einen Paragraphen und da steht drin, der Analyst sowieso hat das gesagt und der Analyst sowieso hat das gesagt und damit ist die Berichterstattung zu Ende. Also verweigert euch der Börse und schafft die Analysten ab. Nein, absolut nicht, schafft sie nicht ab. Aber macht doch eure eigene Meinung. Denkt doch einmal selbst darüber nach.
Oder ist denn heute der Journalismus nur mehr dazu da, um noch einmal irgendeinen Kollegen anzurufen und dann zu sagen was, und dann hinzuschreiben, was der gesagt hat? Oder überlege ich mir mal selbst, was zum Beispiel ein Resultat bedeuten kann und lese mir mal einen Geschäftsbericht durch. Wie viele Journalisten haben sich wirklich einmal einen Geschäftsbericht ordentlich durchgelesen? Also von dem, was ich sehe, geschrieben sehe, nicht viel. Und dadurch kommt natürlich der Druck, der eben auf das Management kommt. Und da müssen sie halt starke Nerven haben und sagen, okay, ich halte diesem Druck stand. Als ich CEO geworden bin, war ein unglaublicher Druck, dass man Management-Optionen einführen muss. Damals war Shareholder Value das Einzige, was ich gehört habe. Ja? Die Maximierung für den Aktionär. Genau. Und wir haben gesagt, nein. Das hat was zur Folge gehabt. Mein Aktienkurs war ungefähr 2 Jahre lang unterbewertet. Aber wir haben es durchgehalten. Ja? Sind Sie dem Aktionär verpflichtet? Selbstverständlich bin ich nicht dem Aktionär verpflichtet, aber ich bin dem Aktionär verpflichtet. Da muss man vorsichtig sein. Ich bin dem Aktionär verpflichtet, der bei uns investiert, um langfristig Werte zu schaffen. Gibt es den noch? Den gibt es noch. Und den gibt es eigentlich jetzt sogar wieder mehr. Ich glaube, da hier hat die Krise schon etwas geholfen. Schumpeter sagte, ich bin nicht verpflichtet, dem Hedgefondsmanager. Und daher kommen wir gleich in das nächste Thema, nämlich sehr wichtiges Thema. Wenn man sagt, die Aktionärsdemokratie, Sie dürfen eines nicht vergessen, der Einzige, der eine fiduziäre Verantwortung hat der Firma gegenüber, ist der Verwaltungsrat. Fiduziär meinen Sie, also der sich verantwortlich fühlt für die Firma? Genau. Der Einzige, der verantwortlich ist, ist der Verwaltungsrat. Daher bin ich so davon überzeugt, dass wir nicht den Verwaltungsrat dauernd schwächen müssen, so wie das jetzt immer vorkommt, sondern wir müssen den Verwaltungsrat stärken. Denn der Aktionär hat keine Verantwortung der Firma gegenüber. Und wenn Sie Hedgefonds haben und wenn Sie kurzfristige Aktionäre haben, die kurzfristig versuchen, Geld zu machen mit ihren Aktionen, nicht mit ihren Aktien, dann hat der weder eine Verantwortung für die Firma, dem ist das vollkommen gleich, ob die Firma in 2 Jahren noch besteht oder nicht besteht. Ja? Der größte Bewunderer des Kapitalismus, auch sein Untergangsprophet, war ja ihr Landsmann Josef Schumpeter, ja, der österreichisch-amerikanische Ökonom. Und Schumpeter Preis bekommen habe. Und er sagte, der Aktionär ist letztlich, wird zusehends zu einem Pseudo-Eigentümer, der keine Bindung hat zur Firma, der keine Verantwortung trägt. Und er sah darin den Beginn vom Ende des Kapitalismus. Sie sagen, nein, wir werden gerettet durch die Verwaltungsräte. Na, ich sage, ich komme noch einmal dazu. Erstens einmal gibt es sehr verantwortungsbewusste Aktionäre. Und über die freuen wir uns auch sehr. Ja, das sind die Aktionäre, die wollen, dass diese Firma weiterhin gut geht. Die wollen natürlich auch Geld damit verdienen, das ist ja richtig. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte und sozialen Aufgaben eines Unternehmens, dass sie profitabel arbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Pensionskassen sich bei uns investieren und so weiter. Und damit die ihre Pension zahlen können, müssen wir auch Profit machen. Ansonsten könnten die keine Pensionen zahlen. Das sind die Aktionäre, die langfristig denken und die langfristig mit dem Management das Interesse der Firma nachhaltig gestalten. Aber es gibt auch in der heutigen Zeit Aktionäre, die das Interesse an der Firma nicht haben, sondern die Firma und den Aktienbesitz kurzfristig sehen, um mit Geld zu machen. Und von denen darf sich das Management nicht zu sehr beeinflussen lassen. Wem ist das Management dann Rechenschaft schuldig? Einem Verwaltungsrat, das aus Managern besteht und sich weitgehend kooptiert faktisch? Bei uns gibt es keinen Verwaltungsrat, der aus Manager besteht. Unser Verwaltungsrat ist zusammengesetzt nur von Nicht-Managern und wir haben nur den Administrateur Delegé als den einzigen Exekutivmann im Verwaltungsrat. Ich meine mit Managern oder Ex-Managern aus anderen Firmen. Der einzige Punkt, Jean Pierrot ist sicherlich nicht ein Ex-Manager von einer anderen Firma, Paul Volcker war sicherlich nicht ein Manager von einer anderen Firma, also das sind Leute, die von außen schon kommen. Die Mehrheit nicht, würde ich sagen. Ich habe heute sehr viele Leute, die nicht nur
von anderen Firmen kommen, sondern die andere Interessen auch vertreten. Nein, ich frage mich nach, wo sind die Checks and Balances, wenn der Aktionär seiner Rolle als Eigentümer nicht mehr nachkommen kann? Na, er soll sie nachkommen. Ich bin absolut dafür, dass er sie nachkommt. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen, ich sage nur, dass Sie nicht Aktionär mit Aktionär mit Aktionär vergleichen können. Mhm. Ja? Und dass es letztendlich die einzige Institution, so wie wir heute die Corporate Governance haben, die eine fiduziäre Verantwortung hat, die sich verantwortlich fühlt, die in jeder Entscheidung, die sie trifft, nur das Interesse der Firma im Sinn haben kann, ist der Verwaltungsrat. Faktisch gehe ich mit Ihnen sehr einig. Gleichwohl hat das so etwas Eigenmächtiges. Aber warum eigenmächtig? Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung bestellt. Aber ja? Letztlich werden die Kandidaten vom Verwaltungsrat vorgeschlagen. Also aber es kommt jeder Aktionär kann uns Kandidaten vorschlagen. Die werden genau analysiert wie jeglichen anderen. Und wir haben Aktionäre, die uns schreiben, die uns sagen, einige sagen, ich persönlich möchte gern Mitglied des Verwaltungsrats werden. Andere sagen, dieser Kandidat, ich würde glauben, das wäre ein guter Kandidat. Das geht ins Nominationskomitee, das wird genau analysiert und wird beurteilt genau gleich als wie jede andere Idee. Also wenn ich mir morgen eine Nestle-Aktie kaufe und Ihnen vorweg heute schon vorschlage, in den Verwaltungsrat den Chef der Ethos-Stiftung, mit der Sie Frieden geschlossen haben, nachdem Sie viel Krach hatten mit ihm, in den Verwaltungsrat zu wählen, hat der eine faire Chance? Der hat sicherlich eine faire Chance, so wie jeder andere. Wenn er, aber dann auch, im Verwaltungsrat die fiduziäre Verantwortung übernimmt und nicht den Verwaltungsrat versucht, als eine Plattform für sein Interesse zu bösen. Das ist nämlich der große Unterschied. Wenn ich in einem Verwaltungsrat sitze, von einer Firma, ja, dann muss ich in meiner Entscheidung nur die Interessen dieser Firmen wahrnehmen. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel. Ich war Vizepräsident von Alcon. Ja, das war unsere Firma. Zunächst 100% und dann anschließend haben wir sie auf die Börse gebracht. Dann haben wir 75% gehabt. Da war ich Vizepräsident. An dem Tag, an dem ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, dass wir diese Firma veräußern werden, war meine erste Entscheidung, aus dem Verwaltungsrat von Alcon auszusteigen. Denn ich kann nicht im Verwaltungsrat von Alcon zu sein und zu gleicher Zeit diese Firma verkaufen zu wollen. Ja? Weil ich in einen Konflikt komme. Wenn ich im Verwaltungsrat von Alcon sitze, muss ich die Interessen von Alcon hundertprozentig verwenden. Wenn ich als Besitzer von Nestle Seite her diese Entscheidung treffe und dann anschließend verhandle, dann muss ich das im besten Interesse von Nestle machen. Und deswegen muss ich aus einer herausgehen. Das ist doch ganz klar. Und das ist das, was vielleicht nicht genügend gut verstanden wird. Die Geschichte von Nestle ist ja begleitet von Konflikten mit Nichtregierungsorganisationen. Es gab früher die Kampagne Nestle tötet Babys. Es folgte die Observierung von Globalisierungskritikern. Es gab den Krach mit dieser Stiftung Ethos. Würde das nicht alles dafür sprechen, dass man diese Kräfte einbindet, dass man mit ihnen viel intensiver den Dialog hätte aufnehmen sollen früher? Und dass man sie vielleicht sogar eben in den Verwaltungsrat, die einen oder den anderen, vertreten lässt, statt letztlich sie zu marginalisieren und zu radikalisieren? Also ich glaube nicht, dass wir weder radikalisiert haben jemanden oder dass wir die ausgegrenzt haben. Also je schwächer, desto radikaler meistens. Ja? Ja, aber ich würde sagen, wenn Sie sich mit Herrn Biedermann sprechen und über Ethos sprechen, dann werden Sie sehen, dass ich zum Beispiel an seiner 10-jährigen Stiftungsfeier als Redner teilgenommen habe. Ich habe in den nächsten Monaten zum Beispiel, gehe ich zur Geburtstagsfeier von Actares und bin dort auch ein Sprecher. Und Actares? Ja, selbstverständlich. Erklären Sie uns Actares? Actares ist eine Stiftung für langfristiges Verhalten von Unternehmen, die sehr aktiv, also eine NGO, die sehr aktiv ist und sehr viel kritisiert und in jeder Generalversammlung eigentlich immer vertreten ist
und immer wieder Punkte findet, die, wo man uns kritisieren kann. Und wir haben trotzdem mit denen ein sehr konstruktives Verhältnis, also konstruktiv in dem Sinn, dass wir uns treffen, dass wir diskutieren, dass wir zuhören. Oder zum Beispiel eben, dass auch ich, wenn Sie einmal ein Meeting haben, dass ich auch dort als Sprecher gerne aufstehe. Ich glaube nicht, dass wir in der Beziehung jemanden ausschließen oder dass wir da geschlossene Ohren haben. Wir haben sehr offene Ohren. Für diejenigen, die konstruktiv mit uns zusammenarbeiten wollen, auch schauen Sie Greenpeace.